Naja, am meisten beschäftigt mich, hätten wir das nicht doch vielleicht irgendwie verhindern können. Das ist natürlich einmal der Hauptgrund. Und dann, ein Mann fehlt bis heute, also den haben wir natürlich nie festnehmen können. Oder also das sind eigentlich die Sachen, die einen beschäftigen. Verhinderungen und die restlose Klärung fehlt doch auch irgendwie. Wir glauben zu wissen, wie es war, wer dahinter steckt. Aber der vierte Mann wäre doch auch sehr wichtig gewesen. Nur von zwei Terroristen haben die Behörden Hintergrundinformationen. Der Gerichtszeichner Oliver Schopp versucht anhand der Polizeiprotokolle ein realistisches Bild der Täter zu rekonstruieren. Täter Nummer 1, Mongi Ben Abdallah Sadawi. Sein wahrer Name ist unklar, sein Reisepass gestohlen. Die Familie stammt aus Ramallah im Westjordanland. Als fünfjähriger Bub erlebt er 1967 die israelische Besetzung. Sadawi verbringt seine Jugend in Flüchtlingslagern. Er schließt sich zunächst der PLO, dann der Abu Nidal-Gruppe an. Im Dezember 1985 wird er von Damaskus aus nach Wien geschickt. Täter Nummer 2, Taufik bin Ahmed Shawwali. Auch er hat einen gestohlenen Reisepass. Geboren 1965 als Kind von palästinensischen Flüchtlingen. Seine Jugend verbringt er im libanesischen Lager Shatila. Dort schließt er sich radikalen Gruppierungen an. Er ist bereit, nicht nur andere, sondern auch sich selbst zu töten. Wie kommen Leute dazu, in ein fremdes Land zu gehen und unschuldige Leute umzubringen?